Servus und willkommen zu einem neuen Tutorial von Space Engineers. Ja, wir werden heute Tutorial Nummer 5 und zwar über die Erzrefinerierung und Komponenten Erstellung, Bebauung ein wenig kümmern. Lasset uns starten. Nein, ich möchte kein Video vorher sehen. Das der erste sein, der den Weltraum betritt, sich alleine auf ein beispielloses Duell mit der Natur einzulassen und war leider zu schnell, ich konnte es nicht zu Ende lesen. Wiedereinstieg. So, wir machen mal Licht an mit L. Wobei, wir lassen es mal aus. Schaut hier viel sonst schöner aus. So, Pick up Hand Drill vom Sys Cargo Container. Machen wir. Wir machen erstmal nur einen. Nicht alle. Man weiß ja nicht. Wir kümmern es. Use your hand drill to mine ore by holding left mouse button. Okay, das ist schon das, was wir schon in einigen Tutorials vorher gemacht haben. Aber ich möchte schnell mein Inventar ändern. Das geht mir leider wegen auf den Arsch, wie das ausschaut. Und zwar, ich möchte haben zuerst meinen Bohrer, dann meinen Schweißer, dann mein Schleifgerät. So, und jetzt schauen wir uns mal die Ores an, die es in dem Spiel gibt. Und zwar, es gibt einmal Nickel. Es gibt Silikon. Und es gibt Eisen. Aber das sind nur ein paar. Es sind noch nicht alle. Vielleicht werden wir die später noch kennenlernen. Wie gesagt, einfach vor dem Tor hinstellen und T drücken. Dann hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man auch gleich alles aufsammelt. Wie gesagt, man muss ein wenig aufpassen, wenn diese Brocken runterfallen, wenn man von oben das von oben macht, dass man nicht erschlagen wird. Also am besten mit T arbeiten. T gedrückt halten, dann sammelt man auch meistens gleich alles ein. So, dann haben wir ein wenig Nickel eingebaut, eingesteckt. Wie gesagt, etwas hellrötlich, mehr orange-rötlich ist dann Eisen. Meiner Meinung nach mit das wichtigste Material. Wie gesagt, passt beim Bohrer auf, wenn ihr das macht und ihr habt da irgendwelche Komponenten rumliegen. Die macht ihr nämlich damit kaputt. So, haben wir ein bisschen Eisen eingesteckt. Und zu guter Letzt haben wir hier noch hinten Silikon. Wie gesagt, wenn man den nicht drückt, man arbeitet von oben, dann kann es auf den Kopf fallen und danach kann ganz schnell Schicht im Schacht sein. Okay, dann gibt es hier Typoside Ore hier. You can reorder the refinery scribe by moving ores in its orbit. Only one stack is proceed as times the stack close to the left. Okay, und zwar, wenn man jetzt hier reingeht, kann man jetzt hier das, wir legen als erstes mal Eisen rein. Und ihr seht, die Raffinerie fängt sofort das Verarbeiten an und verarbeitet das gesamte Erz, was man jetzt da reinlegt, in Eisenbahn. Selbes Spiel auch mit Nickel. Ihr seht nur, Eisen wird viel schneller verarbeitet als Nickel. Wir haben jetzt auch hier 1200 Kilo schon verarbeitet. Hier erst mit 30 Kilo. Und als letztes noch Silikon. Oder Silizium. Silikon. Silizium. Ja, man macht jedes Mal den Fehler als Deutscher. Wenn man nicht dran denkt, das ist Silizium, ist kein Silikon. Und dann tut man Silizium-Halbleiter herstellen. Also das macht er vollautomatisch, man braucht einfach nur das Erz reinschmeißen. The assembler manufactures components from refined elements. It will attempt to pull required elements from accessible storage. Acquire of the components required by using a control panel with K and select the production tape. The sub-trap components should be selected, then click the components required to add them.
to the assembling building Kue an. Das heißt, jetzt, wie ich ja schon in anderen Teilen gesprochen habe, aber nochmal hier, wenn Maschinen miteinander verbunden sind, und die müssen verbunden sein, also nicht diesmal mit Bodenplatten, sondern sie müssen verbunden sein mit diesen Tunneln hier. Also mit diesen Konvoien. Wenn sie miteinander verbunden sind, dann können die Teile sozusagen angefordert werden. Das heißt, man langt mit der Hand rein in die andere Maschine. So, dann gehen wir mal ins Control Panel. Ich gehe jetzt in den Assembler rein. Und jetzt hat man hier eine montage Anlage. So, und zwar, man soll jetzt herstellen 15 Stahlplatten, 2 Computer, 4 Motoren, 4 Large Steel Tubes und 10 Construction Components. Ob ich mir das alles merken kann, weiß ich nicht. Ich versuche mir mal so hinzustellen, dass ich es vielleicht noch lesen kann, wenn ich drin bin. Sehr gut. Geht. So, und dann hat man hier jetzt oben ein Feld, das heißt Produktion. Da klickt man drauf. Jetzt sieht man gerade, es ist alles rot. Aber wie wir gerade gelernt haben, wenn Maschinen miteinander verbunden sind, können sie arbeiten. Das heißt, ich könnte jetzt hingehen und das Silikon nehmen und hier oben reinmachen. Das heißt, wenn jetzt diese markiert sind, geht das. Lasse ich jetzt aber mal da drin. So, dann heißt es, ich brauche 15 Stahlplatten. Ich gehe drauf und drücke einmal die Shift-Taste. Nein, die Steuerungstaste. Und ich stelle 10 Stück her. Und wie gesagt, ich habe... Die Dinge sind miteinander verbunden. Er holt sich die rüber. Und sobald er die Materialien hier rüber hat, kann er sie auch produzieren. So, wir haben jetzt 16. Das heißt, wir brauchen jetzt 2 Computer. Sucht man sich hier die Computer. Zack, er hat sich die Komponenten geholt. Dann braucht man 4 Motoren. 1, 2, 3, 4. Wie gesagt, er holt sich immer wieder in dem Intervall dann die Komponenten zurück. Dann brauchen wir 4 Large Steel Tubes. Das heißt, wir brauchen 4 große Stahlrohre. Und als letztes brauchen wir noch 10 Herstellungskomponenten. Ihr seht schön, er arbeitet gerade ab. Ob mir noch, when components have been constructed, turn the welder on. Welders will automatically draw components from convoys. Okay, das heißt, da ist jetzt wieder ein automatisches Schweißgerät dran. Das heißt, dieses Komponent ist hier noch nicht fertiggestellt. Das heißt, ich komme hier noch nicht rüber. Das muss man jetzt hier alles hergestellt haben, was wir jetzt auch gerade getan haben. Wir drücken die Taste T. Ihr seht, er... hat es fertig geschweißt und ab jetzt müsst ihr auch Manufacture Components Forces Piston to produce, um weiterzukommen. Sehr gut. Jetzt 6 T drücken, T drücken. Immer auf dem Sitz stellen, wenn man bewegliche Teile hat, weil sonst kann es sein, dass es einen runterhaut. Runter heißt dann ganz runter, weil hier hat man noch keinen Jetpack, der funktioniert. Das kommt in einem späteren Tutorial. So, dann wieder aufstehen. Hat auch gleich wegen Energie nachgetankt und mehr ist etwas weiter. Drill and refine uranium into ingots to power the empty reactor. Okay, also das heißt, um Strom zu erzeugen, braucht man Uran. Und dieses Material ist am wichtigsten. Merkt euch diese Farbe sehr, sehr gut. Und dann, das ist das, was ihr finden müsst. Und das braucht ihr in... Hängen, wenn ihr nicht irgendwelche Sachen habt, wie so ein großes Solarschiff. So, und wir haben ein bisschen Uran rausgenommen. So, das heißt, wir laufen jetzt an die Raffinerie. Place uranium ore into the refinery after it has had a little time to process, withdraw ingots for the reactor, you don't need a large amount. Okay. Das heißt, einfach jetzt das Uran nehmen, hier reinhauen und ein bisschen warten. Ihr seht auch hier,
Die Raffinerie arbeitet in der Hinsicht etwas langsamer. Also, das heißt langsamer. Sie arbeitet genauso schnell. Aber es dauert länger, bis da Uran rauskommt. Wir warten jetzt mal, bis wir ungefähr ein Kilo haben. Dass wir dann weitermachen können. Das Schöne ist, wenn man jetzt Uran irgendwelche in Reaktoren oder sonst was reinschmeißt, berechnet im Space Engineer euch das Tool, das Programm selber aus, wie lange normalerweise der Strom hält. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es müsste ein Real-Life-Time sein. So, wir sind gleich fertig. Wir sind jetzt 9 und 1. Sehr schön. Wir haben jetzt ein Kilo. So, this reactor requires random ingots to generate power. Ja, so, das heißt, jetzt nehme ich einfach die Uranbahn, schmeiße rein. Jetzt fängt er an, Strom zu produzieren. Wir schauen hinein, ob es drin steht. Nein, aber bei einem Schiff steht es drin, auf jeden Fall. Wie lange, dass man Energie hat. Bin gerade verwirrt, dass das hier nicht drin steht. Ah, vielleicht geht es bei Stationen nicht, weil er das nicht ausrechnen kann. Okay, aber wir haben genügend Strom. Wie gesagt, vergesst nicht, wenn ihr mit Uran arbeitet, immer genügend Material noch auf der Seite zu haben, um, ja, sozusagen Strom produzieren zu können. Das heißt, verbraucht nicht alles, schmeißt nicht alles gleich in die Reaktoren ein. Falls ihr mal irgendwie eine Notlage habt, habt irgendwo einen kleinen Storage-Bereich drinstehen, damit ihr nachfüllen könnt. So, somit ist das Tutorial schon beendet. War heute etwas kürzer. Wir sind jetzt etwas schlauer, hoffe ich, in der Hinsicht, wie man sozusagen Eisenerze verarbeitet, beziehungsweise wie man daraus dann auch gleich Komponenten herstellt, wie man auch gleichzeitig Komponenten bzw. Baren herstellt, um die Reaktoren zum Laufen zu kriegen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr sie mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche sie gerne zu beantworten. Wenn die Fragen etwas ausführlicher sind, könnt ihr diese uns auch gerne in den jeweiligen Streams dazu stellen. Wir werden immer samstags ab ca. 18 Uhr unseren Stream laufen lassen. Wir werden euch natürlich per Video beziehungsweise per Tweet darüber informieren, was in den jeweiligen Streams vorkommt. Ja, wenn ihr dieses Tutorial für gut befunden habt, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. In dem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!